Gruppe 1. Ich tue mein Bestes. Gruppe 5. Wie ihr wünscht. Die Helden ganz nach vorne, die sollen quasi allen Schaden fressen. Oh, meine Truppen kommen dann dahinter und machen alles platt. Oh, die sind mal clever, die sind außen rum gegangen. Na, ist egal. Es gibt nicht genug zu essen. Gebt acht, euer Dorf wird angegriffen. Ja, ja, mein Dorf wird angegriffen. In Ordnung. Ich glaube, der hat gleich noch andere Probleme. Muss mal gucken, guck mal. Alarm! Alarm, auf geht's. Sofort. Was machen die denn an? Euer Wunsch ist mir befehlt. Auf sie. Macht sie nieder. Ich glaube, die haben nicht wirklich Chance. Nein, es sieht nicht gut aus. Macht sie nieder. Sagen wir mal so. Das ging doch sehr schnell. Okay, vergiss es. Ihr werdet angegriffen. Ah, kein Problem. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Mit so viel Bogenschützen. Ach, die haben keine Chance. Guckt euch das an. Never ever. Ich habe noch nicht mal Spezialfähigkeiten benutzt. Ja, da kommen zwar jetzt ein paar Leute, aber. Ja! So, ich hole mal meine Bogenschützen vor. Damit wir jetzt quasi als großer Club hier reingehen können. Sonst stehen nämlich meine Bogenschützen so weit weg. Dafür das wir nicht. Sind wir genau die richtigen. Auf geht's! Machen wir die Burg kaputt. Abrechnung. Steuern Nein, er ist werden gezahlt. Attacke! Tod. Für Ruhm und Ehre! Einer eurer Helden wird angegriffen. Ach ja, der Leibwächter kommt ja immer wieder zurück. So, der Trupp ist weg. Lehrt sie das fürchten! Alle auf die Burg! Für Ruhm und Ehre! Wow, ich dachte, der Außenposten war. Ich hatte den größer in Erinnerung. Wirklich. Ich hatte ihn wirklich größer in Erinnerung. Tut mir leid. Ich glaube, wir haben ein bisschen zu viel Zeit in unsere Armee investiert. Ich dachte wirklich, die Burg wäre kleiner. Ja, ist egal. Macht sie nieder! Angriff! Ergreift sie! Bis in den Tod! Meine Bogenschütze ist alle auf die hier gehetzt. Ja, die haben keine Chance. Brauche ich die überhaupt noch? Ja, komm. Egal. Angriff! Mal drauf. Roll. Ach, das ist schön. Feinde greifen euch an. Naja, ist okay. Na, guck mal. Da lehrt sie das fürchten! Wups. Da war er endlich, der Schlüssel zu der verlassenen Basis. Das Tor sollte hiermit kein Problem mehr sein. Stellt die Diebesbande. Ja, sagen wir mal so, ich hätte das Tor wahrscheinlich auch so aufgekriegt, aber dann hole ich wir halt den erledigen Schlüssel. Das. Warte, hier ist noch was. Ach, der Leibeigene. Feinde greifen euch an. Ergreift sie! So, das muss kurz sein. Jetzt können wir gehen. Ich meine, der hat. Warte? Der hat hier mal einen Turm hingebaut. Also, dafür müssen wir uns kurz nochmal rechnen. Oh, wow, fast das ganze Eisen in der Zeit abgebaut. Sonst, die sehen alle so weit wie aus. Ne, ihr seht, so kann man so einen Engpass super gut verteidigen. Das ist dann kein Problem mehr. Ach, die laufen schon wieder alle so gesplittert. Das ist, ich finde das doof. Sollen alle zusammen ankommen, deswegen sammle ich das einfach mal hier. Ich hätte vielleicht meinen Uhr starten sollen, aber ich habe sowieso gesagt, ich mache heute in dieser Folge die Mission zu Ende, deswegen ist die Zeit eigentlich egal. Warum laufen die jetzt wieder zurück? Seid ihr eigentlich... Ach, gern, wir erledigen das. Manchmal, ne? Nee. So soll es sein. Leute. Wie ihr wünscht. Mann. Seid doch mal ein bisschen weniger inkompetent. Wie wär's? Gott, nee. Latschen der Eimer um Pudding, ne? Ich krieg grad echt Krise.
So. Wie ihr wünscht. Nehme ich ja, euch eine Hand. Lauf nie außen rum. Ja. Können auch da das Tor gar nicht aufmachen. Und selbst wenn, ja, ist mir egal. So, auf geht's. Wir kümmern uns darum. Naja. Ich stell mir jetzt vor, wir müssen gegen diese Handvoll Räuber da kämpfen. Ach. Ja, mein Herr. Das ist alles, was wir auch kommen. Das ist alles, was den richtigen Weg gefunden hat. Ah, schon ein bisschen armselig. Nein. Ja. Aus. Böser Bogenschützentrupp. Was sind's eigentlich? Ja, Langbogenschützen. Wollt er wieder außen rumlaufen? Ich glaube, es hackt. Bezahlen ihre Steuern. Ich glaube, es hackt. Wie ihr befehlt. Also, denkst du da auch echt? So, haben wir jetzt alle. Mit unserer komplett unnötig übertrieben großen Armee, aber ich hatte die wirklich größere Erinnerung, die Burg. Naja. Waren nur so ein paar Einheitchen drin. Passiert. So, sind jetzt alle da. Könnten wir jetzt mal... Aha. Guck mal, wir holen uns noch mal ein bisschen Eisen. Einfach so. Völlig unnötig, aber egal. Einfach so. So. Haben wir jetzt alle? Nee, da läuft jetzt jemand wieder außen. Gern. Nee, sieht gut aus. Sieht wirklich. Oh, warte. Nee, das ist mein Dorfzentrum. Alles gut. Haha. Jawohl. Ich habe das Tor aufgekriegt. Gut. Also, so als Diebesbande hätte ich Angst, wenn da so eine völlig übertrieben große Armee ankommt, aber wir stellen uns jetzt einfach mitten rein. Ja. Mitten rein. Achso, nee. Ah, die steht hier. Haha. Mensch. Wird gemacht. Ari war der Flucht müde und ergab sich kampflos unseren Helden. In diesem Moment erreichten Truppen aus Barmecia das Lager. Oh! Angsteinflößende Truppen. Gegen meine Armee. Sie erzählten, sie sei eine gesuchte Diebin und sprachen den Helden ihren Dank aus. Ja. Die mussten jetzt auch unbedingt dazukommen, sonst hätte ich es nicht geschafft. Trotz Aris Beteuerung, sie und ihre Kameraden seien nicht verantwortlich für die Diebstähle in Barmecia, nahmen sie sie fest. Als Belohnung für die Übergabe erhielten die Helden ein Kopfgeld, das auf die junge Raubritterin ausgesetzt war. Danke für eure Hilfe. Die Bande hatte dieses merkwürdige Artefakt in ihrem Besitz. Leider haben wir vor Jahren unsere Universität geschlossen. Wenn ihr uns aber hier eine Universität errichtet, könnten unsere Gelehrten sicherlich den Zweck dieses Gegenstandes herausbekommen. Ist das immer noch nicht zu Ende? Ach Gott, ja. Was soll's. Jawohl! Dann schieben wir unsere Truppen hier hin. Und dann bauen wir den schnell da oben noch eine Hochschule hin. Das sollte eigentlich nicht so lange dauern. Dazu habe ich jetzt sogar keine. Ja, ich habe zu viele ausgewählt, ich weiß. Ah, guck mal. Ich wollte halt das Maximum an Leibeigenen haben. Die mir da die Dings bauen. Achso, ich könnte übrigens mal wieder. Der Alarm ist beendet. Hier sollt ihr jetzt mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Blablub. Ach, ich glaube nicht, dass ich das Artefakt eigentlich erforschen möchte. Ich dünkt, das gehört zu einer Wettermaschine, die ich nicht bauen möchte. Aber ich werde, glaube ich, nicht drum rumkommen, leider. Naja. Ich will mal gucken, was eigentlich mit meinen anderen Leben hier. Die gibt's noch, ne? Ja, die gibt's noch. Die arbeitet sogar. Zahltag. Komm, die bauen wir nochmal aus. Einfach aus Jux und Tollerei. Warum nicht? Ah, warte. Held. Lass mich raten. Der Bischof hat verboten, das Tor zu öffnen.
Und auf Anordnung des Bischofs ist das Tor geschlossen. Ist das wieder so ein Ping-Pong-Gespräch? Oh weia, ich habe Angst. Sehr wohl. Einstmals war es besser um die Stadt bestellt. Doch ein Krieg um die Erbschaft und die Zwietracht unter unseren Regenten schürte den Hass in den Herzen. Aus Angst vor der dunklen Bedrohung trieb der eine Bruder, der nunmehr Bürgermeister von Claycourt ist, seine Anhänger in den Krieg und zerstörte somit das Werk Gottes. Er beutete die Natur aus, baute Rohstoffe ab, um Handel zu treiben und so eine Armee gegen die dunkle Bedrohung aufbauen zu können. Dieser Kriegstreiber. Leider zerstört er mit dem, was er Fortschritt nennt, auch rücksichtslos die umliegende Natur. Ihr habt es vielleicht gesehen. Das verdorrte Land östlich von Claycourt. Was ich gerade abgeholzt habe. Unschwer zu erkennen. Der andere Bruder ist unser Bürgermeister. Er war schon immer ein sehr gottesfürchtiger Mann. Er vertraut auf Gott. Und so sollten auch wir tun. Als Zeichen unseres Glaubens und um einen neuen rechtmäßigen Regenten zu krönen, wollen wir einen Dom errichten. So, wir haben das merkwürdige Fundstück analysiert. Das Artefakt ist ein Teil des merkwürdigen Apparates, den unsere Späher vor einiger Zeit in der Nähe eurer Basis entdeckt hatten. Nein! Am besten übergebt ihr es an den weisen Leonardo. Er wartet schon an der Maschine. Kann ich mich nicht dagegen wehren? Bitte, ich will nicht. Ach Gott, Leonardo und seine Wettemaschine. Ja. Das ist zwar keine Hochschule, das ist auch keine Universität, aber pfff. So, die soll ja, wo ist sie denn? Ach, hier oben, ja. Ja, ich erinnere mich. Nein. Ist in Ordnung. Nein, Schmerzen. So, Schmerzen. Ach, Gott, ich will es. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich sträube mich. Aber schön, ne? Da wird gesagt, ja, die Natur, sie wird vernichtet. Das kann ich. Und das kann ich. Ja, alles wird abgeholzt und das ausgedörrte Land. Und was sieht man im Hintergrund? Mein Sägewerk und die ganzen Bäume, die ich hier weggefällt habe. Hab ich da eventuell auch meinen Teil beigetragen? Entschuldigung. Mensch, das passiert mal. Sehr schön. Auch in der Cinematic-Szene da konnte ich gerade ein paar schöne Screenshots machen. Ich es immer mit dem Thumbnail erstellen, ist immer Pest. Naja, also es geht mittlerweile. Aber es ist trotzdem sehr umständlich. So, und dann warten wir erstmal, bis die da hingelaufen sind und dann geht's los. Oh, beim Angriff haben wir ein paar Leute verloren, aber nicht so viel. Leonardo und seine verschissene Wettermaschine, ne? Es ist Zahltag. Schade, dass ich hingehen kann und die einfach zerstören kann. Zum... und ich muss es schon überspringen. Ach komm, warum? Wenn das hier noch sehr viel länger geht, muss ich doch cutten. Naja. Warum, Leonardo? Warum? Male doch... lieber Bilder von seltsam lächelnden Frauen. Wie wär's denn damit? Statt die Wettermaschinen zu bauen. Ist das wirklich die nächste Mission? Ach nein. Ich will nicht. Ach Gott im Himmel. Ja, der kann mir wahrscheinlich auch nicht mal helfen. Warum, Leonardo? Warum? Warum tust du uns das an? Naja. Aber in der Flugmission werde ich tatsächlich einfach nur durchs Level hetzen, weil, sorry, auf die Mission habe ich keinen Bock. Hier habe ich mir ein bisschen Zeit gelassen, aber naja, in der Flugmission werde ich mir bestimmt keine Zeit lassen. Leonardo, warum? Ich weiß nicht. Warum kannst du zum
bau doch zumindest mal eine vernünftige Wettermaschine, hä? Statt so ein Kackteil. Ja, so ein schönen Turm. Naja. Wir kommen ja nicht drum rum. Kann ich so viel zetern, wie ich will. Kommt, lauft. Das dauert ja ewig. Elia. Der älteste von allen, der ist am weitesten vorne. Nein, Quatsch, Daria ist noch ein bisschen weiter vorne, aber gut. Lauft, meine Sklaven, lauft. Meine ganze Armee noch hinten dran. Düm, 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 düm. Wie sie alle in den Lauf kommen. Also man kann sich ja alle Missionen freischalten und ich könnte die überspringen, ich werde es aber nicht. Das wäre irgendwie unfair. Der Abrechnung. Aber Steuern und Sold werden gezahlt. Ach, muss das jetzt? Warum? Dieses Spiel will mich einfach nur noch quälen, ja, in dieser Mission. Ich frage mich, wer hat sich die bitte ausgedacht? Also übrigens rede ich jetzt nicht über die Mission, sondern über die nächste, ne? Nicht, dass man mich jetzt hier falsch versteht. Vielleicht kann ich mit meiner kompletten Armee, wenn sie anwesend ist, Leonardo dazu bringen, das Artefakt nicht in die Maschine einzusetzen. Bitte nicht. Ne, da wird mir Ari und die Räuberbande gleich viel sympathischer, wenn sie das Artefakt klauen. Können wir das nicht nochmal klauen? Oder stehlen? Wort klauen gibt's im Deutschen nicht. Das heißt, stehlen, klauen ist umgangssprachlich. Naja. So, auf ins Verderben. Juhu. Ach, schon gar mancher wackere Mann hatte das Wetter zu bändigen versucht. Doch nur wenige haben diese Macht zu edlen Zwecken gebraucht. Einer von ihnen war König Cheron. Doch so kunstvoll der Apparat des Wetters auch gefügt sein mag, ohne den Orb und seine verschiedenen Teile vermag auch er es nicht, einen Wechsel der Witterung herbeizuführen. Doch wer ihn zu führen weiß, vermag trockene Felder und verdorrte Bäume mit Leben zu beschenken und der Ernten Erträge zu nie gekannten Höhen führen. Doch wehe, wenn er in die Hände Unwürdiger gerät. Unwetter und Verderben gehen von ihm aus. Mit Brummen und Knarren setzte sich das Gerät von Leonardo in Bewegung. Die Wolken zogen sich zusammen. Nein. Und ein starker Platzregen prasselte. Nein. Auf die verdorrte Landschaft hernieder. Mit den ersten Regentropfen verschwanden auch die Zeichen der jahrelangen Dürre. Neue Pflänzchen begannen zu sprießen und das Land schien stündlich seine Fruchtbarkeit zurückzugewinnen. Die Helden wollten die Regenfälle abwarten und sich dann auf den Weg nach Barmecia machen, doch es regnete unentwegt. Wirklich? Oh, okay. Die Mission wäre geschafft und die nächste Mission wird richtiger Abfuck. Okay. Ja, wir können uns nochmal die Statistiken angucken. Ich habe irgendwo ein Gebäude verloren, wo auch immer. Da, Soldaten, bam, 137 Stück. Also da haben wir ein bisschen aufgerüstet. Hier nichts Spannendes. Hier können wir nochmal bei unseren Ressourcen gucken. Ja, jede Menge. Eisen, jede Menge Geld. Ja, das Geld sieht bei mir irgendwie immer so aus. Stein. Hier haben wir kurz was verkauft. Puff. Aber wir haben jetzt schon wieder 3.344. Schwefel, gut. Haben wir nicht so gebraucht. Holz, 5.500. Ist halt richtig krass. So, zerstörte Gebäude. 11, nichts verloren. 373 Feinde platt gemacht. Und nur 9 Einheiten verloren. Das ist doch mal gut. Ja, das ist unser Endscore. Und nein, das ist wirklich... Ja, dann geht's in der nächsten Folge weiter mit die Flut. Das seht, wie viel hier noch frei ist. Ne? Es gibt so viele schöne Missionen. Aber das ist die hässlichste Mission in dem ganzen Spiel. Ach, ich freue mich jetzt schon nicht drauf. Ach Gott. Naja, was soll's. Ich hoffe, es wird nicht allzu schlimm. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like und über Kommentare freuen. Ich bedanke mich bei euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.